Willkommen in Manchester, zweiter Turniertag dieses Weltpokals 2015 im Old Trafford. Der vierfache Weltmeister Italien gegen Südkorea. Wir freuen uns auf diese erste von insgesamt vier Partien an diesem langen zweiten Turniertag in England. Nach dem 4:1 gestern der Gastgeber gegen Kamerun ist die Stimmung nochmal besser geworden und wir freuen uns auf diese erste Partie an diesem langen Fußballtag. Heute Abend dann ja spät an der Stamford Bridge um 11 Uhr deutscher Zeit. Dann das letzte Spiel, jetzt aber erstmal Italien gegen Südkorea und wir beginnen mit der Hymne Italiens. Haben klar mehr Fans als Südkorea im Stadion, trotzdem jetzt die Hymne Südkoreas. Auch sie haben eine kräftige Anzahl an Fans, nicht so viele wie die Italiener im Stadion, aber sie sind klar zu hören, die Südkoreaner, und sie hoffen, dass es heute gelingt, die Sensation zu schaffen und Italien irgendwie Punkte abzunehmen, damit man weiterkommen kann. Das ist die Startaufstellung der Italiener in einem 3-5-2-System. Chiellini, Bonucci und Basali, die Juve-Innenverteidiger, die alles unter Kontrolle haben, werden bei der italienischen Verteidigung vorne Balotelli neben Candreva, Pirlo zentral. Di Rossi spielt die Position hinter dem Mittelfeld vor der Verteidigung als Sechser. Südkorea mit drei Bundesligaspielern in der Startelf. Das ist Park und Ku aus Mainz auf der linken Seite sowie Son rechts sowie in der rechten Verteidigung der ehemalige Bundesligaspieler Chaudhury, bekannt aus seiner Zeit bei Frankfurt, bei Cottbus, spielte viele, viele Jahre in der Bundesliga, ist den Fußballfans natürlich bekannt. Die drei aktiven Bundesligaspieler sowieso. Sie werden die Flügel unter Kontrolle haben. Italien, Südkorea, Chile und Kroatien, das ist diese Gruppe B. Und die Italiener wollen als vierfache Weltmeister natürlich weiterkommen und hier Richtung Achtelfinale heute bereits den ersten Schritt machen. Italien Anstoß in den blauen Trikots, Südkorea in rot, weiß von rechts nach links. Die Italiener als klarer Favorit in diese zweite Partie dieses Turnieres hier im Old Trafford. Ebenfalls ausverkauft, wie schon gestern dazu. Tolles Wetter, was will man mehr als Fußballfan, und heute dieser Tag, der mit vier Partien lang sein wird, ein Highlight wird anstehen mit Spanien gegen Brasilien. So, erste Gelbe des Turniers nach 2 Minuten, gestern haben wir tatsächlich eine Eröffnungspartie ohne Karte gesehen. Jetzt gibt es die erste Gelbe für Daniele De Rossi. Und die ist früh, aber gerecht für den Italiener. Freistoß für Kvaratskhelia, Innenverteidiger der Südkoreaner. Zhang Hyun-su, Ku der Mainzer für Zhang. Umgekehrt für Mattia De Ciglio, einer der beiden Außenverteidiger zusammen mit Damian. Das ist die erfahrene Dreierverteidigung, die bei Italien für gewöhnlich ausreicht. Dazu zwei Flügelspieler, die dann offensiv mitmachen. Damian gleich mal mit dem Ball für Candreva. Balotelli und Candreva. Kim im Tor. Nicht die Nummer 1, nicht der erfahrene Jung Sung-yong im Tor. Der Südkoreaner, der zweite Mann, hat sich den Platz heute geholt mit Kim. Und das war Chaudhury, der mal früh unter Druck gesetzt wurde und den Ball auf die Tribüne geklärt hat. Ballverlust von Lee Kyung-ho, holt sich den Ball zurück. Jetzt am Ball mit Nam Tae-hee. Das sind die beiden Offensivkräfte der Südkoreaner. De Ciglio. Also 5 Tore gestern. Wir wären froh, wenn es annähernd so bliebe. Natürlich wird die Taktik irgendwann auch mal verändert sein. Südkorea wird sicherlich hoffen, nicht 4 Tore zu kassieren von Italien. Aber das war schon sehr imposant gestern. Kein Abseits. Spiel läuft weiter über Damian gegen Son. Candreva eingesprungen. Kriegt den Ball nicht aufs Tor, gibt aber Eckball, weil
hinten noch ein Südkoreaner am Ball war. 10 Minuten gespielt, da ist nochmal die erste gelbe Karte dieses Weltpokals. Eckstoß Italien und die tritt von links Antonio Candreva. Für den Chilio kurz gespielt, riesige Probleme beim Kapitän. Nächster Eckball, wieder Candreva, der ausführen wird. Schauen Sie mal, wie dicht die Fans hier ransitzen. Das ist pure Emotion hier im Stadion von Manchester United. Ecke ist hoch rein, diesmal für Balotelli. Das ist De Chilio aus der Drehung quergelegt. Und am Ball vorbeigerauscht ist Damian. Gestern das erste Turnier durch den jungen Raheem Sterling. Also Damian hätte diese Serie fortgesetzt als erster Torschütze Italiens. Südkorea mit dem Kapitän und Lee Kyono mit Platz für Ki Sung-jung. Legt nochmal ab für den Stürmer, für Lee Kyono. Dann ist Buffon da. Beste Gelegenheit für Südkorea nach einer Viertelstunde. Weil die Italiener Lee Kyono völlig aus den Augen verloren haben und dann den Kapitän der Südkoreaner nicht gedeckt haben. Ki Sung-jung spielt hier auf der Insel in Wales bei Swansea City. Verein ist eingegliedert in die Premier League. Der hat große Erfahrungen. Spielte ebenfalls mal 3 Jahre für Celtic. War mal an Sunderland ausgeliehen. Begann seine Karriere beim FC Seoul. Ebenfalls für 3 Jahre. Und jetzt eben sein 3. Jahr hier in England bei Swansea. Rossi. Damian mit De Chilio, die bereits jetzt ihre Position leicht aufgegeben haben. Damian, Hartplatz und legt rein für Balotelli, ausgeköpft von Durica. Son. Candreva, so Platz für Balotelli, nicht genutzt, Motta ganz links, läuft Damian, anders gespielt, Ballverlust, Kuh zurückgeholt, Damian und De Rossi, Motta und De Rossi, nächste Tat durch Kim Seon-yu. Für Jung. Nächster Ballverlust. Italien mit Balotelli. Dauert bislang noch zu lange, bis der Ball dann vors Tor kommt. De Chilio, Andrea Pirlo, nochmal De Chilio, wieder für Pirlo. Wird er hart attackiert und kriegt den Freistoß für Italien. Gute Position für Andrea Pirlo gegen Kim Jin-hyun. Spielt in Japan bei Osaka. Das war die WM, bei der die Südkoreaner weit gekommen sind. Bis ins Halbfinale im eigenen Land und Japan. Aber außerhalb eben nur einmal Achtelfinale 2010 in Südafrika. Jetzt der Freistoß. Pirlo oder Balotelli stehen bereit. Es macht Pirlo! Und Kim ist da. Überragend gehalten, abgewehrt zum Eckball, war nicht leicht, war schwierig zu erkennen, aber dann eben doch zentral, wenn Pirlo den noch weiter ins Eck kriegt, dann ist es das sichere Tor, nächste Ecke für Italien, für Antonio Candreva. Was macht er diesmal? Damian läuft rein, ist frei, aber das ist De Chilio! Der Außenverteidiger macht das erste Turniertor für Italien
Mattia Decidio. Aufgerückt, trifft den Pfosten. Und das ist der Traum für einen jeden Außenverteidiger, wenn er einmal so zum Ball kommt, wie es hier Decidio schafft. Schön anzusehen dazu. Und das ist dann das wichtige 1:0 für Italien. Die Ecke hat dann genau gepasst. Mattia Decidio, der Außenverteidiger der Italiener. Spielt seit seiner Jugend immer bei Mailand, kein anderer Verein. Seit 2013 in der Nationalmannschaft Italiens. Und das ist tatsächlich sein erster Treffer für die A-Mannschaft Italiens. Hat als junger Mann mal in der U19 getroffen bei einem Länderspiel. Aber das ist sein erster A-Ländertreffer. Und wir freuen uns mit Italien, mit Mattia Decidio für dieses 1:0. Cool. Südkorea nicht unterlegen, aber offensiv bislang doch sehr zurückhaltend. Park jetzt mal mit Platz. Und der Reingabe für Lee Kyono. Son zunächst verzögert, dann abgezogen. Der Kapitän Vasky, der abgezogen hat, und Buffon ist da. Mit aller Wut im Bauch gegen die italienische Führung. Eckball durch den Mann, der eben abgezogen hat, durch Ki-Sung Jong. Für Ku. Schöne Gelegenheit, aber zu hoch. Nicht platziert, der Mainzer. Abstoß für Gianluigi Buffon. Vasali. Motta. Damian. Balotelli. Nochmal Kandreva abgegrätscht. Und Südkorea über Namtai und Lee Kono auf dem Weg zum Ausgleichstor. Sie brauchen das Tor. Sie wollen ein Unentschieden. Das war die Ansage vorher. Sie wollen den Punkt haben gegen Italien. Sie wollen nicht verlieren und dann gegen Kroatien und Chile es in der eigenen Hand zu haben und vielleicht ja doch noch das Weiterkommen zu schaffen. Es wäre enorm wichtig für Südkorea im zweiten Spiel dann bereits die wichtige Aufgabe gegen Chile. Im letzten Spiel dann gegen Kroatien. Pirlo. Hat Platz. Decidio, beflügelt vom ersten Länderspieltreffer. Mattia Decidio, wieder Pirlo. De Rossi. Motta. Pirlo wartet mit dem Abstoß. Balotelli, der noch nicht ganz durchgekommen ist. Wieder Pirlo, kaum attackiert. Andrea Pirlo, ausgeköpft vorm Torwart. Und Namtai. So, jetzt mal Platz vielleicht. Drei Verteidiger dazu, De Rossi hinten. Wenn Südkorea schnell spielt, dann haben sie sicherlich Platz, aber wenn dann eben diese kurze Verzögerung reinkommt, dann ist Italien hinten aufgerückt. Tja, für Ki, nicht ganz wegbekommen. Und jetzt liegt da Südkorea-Stürmer, bleibt zunächst verletzt liegen im Strafraum der Italiener. Italien spielt zunächst weiter. Wir bleiben mit einem Auge bei dem Mann, der da liegen lebt. Ich meine, es war Namtai. Damian. Motta. Pirlo. Damian, jetzt rausgeklärt. Dritter Anlauf über De Rossi und über Decidio. Wieder offensiv dabei. Das ist Kandreva. Gegen Park. Ballverlust an Park und die Kombination der Mainzer, Park und Ku, Namtai, Lee Kyono ist auch wieder fit, der Mann, der liegen blieb, es war Lee, Son, Lee Kyono. So, wieder attackiert, diesmal aber alles sauber, kann weitermachen, Chiang Yeon-Su, durchgekommen,
Key. Nachspielzeit läuft und Südkorea kriegt nochmal Eckball. Blick auf den vielleicht erfahrensten, auf Kuh. Eckball, Key. Und Buffon ganz sicher in die Arme gespielt. Keine Probleme bei Italiens Torwart, bei Gianluigi Buffon. Vielleicht seine letzte Chance, weltweit nochmal etwas zu reißen. Die Weltmeisterschaft 2018. Vielleicht nicht mehr das Mittel für Buffon, aber die Halbzeitführung steht für Italien durch Mattia Di Ciglio, der Außenverteidiger mit dem einzigen Turniertor an diesem Tag bis hierhin. Gestern 5 Stück an der Zahl beim Eröffnungsspiel England gegen Kamerun. Der Stand ist jetzt bereits 2:0 für England. Italien führt durch Di Ciglio mit 1:0. Wir machen die kurze Pause, sind gleich zurück im Old Trafford zur zweiten Halbzeit. Italien gegen Südkorea. Bis gleich.